und herzlich willkommen auf dem Kanal Shuki Banuki The New Television. Mein Name ist Sunny vom Kanal Einfach Sunny und ich bin hier für die Happy Life Tipps zuständig. Heute möchte ich euch erzählen, wie man einen Putzplan erstellt, denn das wurde ich schon öfter gefragt, ob ich das nicht einfach mal zeigen bzw. erzählen kann. Los geht es nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wie schon vor dem Intro erzählt, ist es einfach so, dass wir immer wieder was zu tun haben. Der Haushalt macht sich irgendwie nicht alleine und die ZDF-Meinzelmännchen kommen leider auch nicht über Nacht zu Besuch. Deshalb ist es sinnvoll, sich eine Art Plan zu erstellen, wann man etwas tun möchte. Ich habe mir diesen Putzplan erstellt, nachdem ich gemerkt habe, dass es etwas auch mit Motivation zu tun hat und dass man irgendwie ja auch nicht zu Potte kommt, wenn man nicht so eine Art roten Faden hat, den man quasi abarbeiten kann. Der erste Tipp ist also von meiner Seite her, gucke dir erstmal an, wie viele Räume hast du in deinem Haushalt zu putzen. Bei mir sind es aktuell 6 unten und 6 oben. Das ist schon mal eine ganze Menge. Der weitere Tipp, den ich habe, ist selbst aus einem Buch, die 5-Minuten-Routine. Die 5-Minuten-Routine ist so, dass du jeden Morgen für 5 Minuten oder wann auch immer mittags, wann dir die Zeit danach ist, 5 Minuten in jedem Raum grob aufräumst. Das heißt, du öffnest die Fenster, lüftest, du richtest die Decken, die Kissen, wischst die Oberflächen grob ab, nimmst Müll mit raus, nimmst Gläser mit raus und so weiter. Und das eben halt für 5 Minuten in jedem Raum. Der Vorteil ist, durch diese langfristige Routine ist es mittlerweile bei uns so eingebürgert, dass wir schon gucken, wenn wir den Raum verlassen, ob noch etwas rumliegt, ob man etwas aufräumen kann. Dann hat man nämlich auch in der 5-Minuten-Routine nicht mehr ganz so viel Arbeit. Man wird auch definitiv schneller mit der Zeit, weil die Handgriffe einfach automatisiert wie Zähneputzen ablaufen. Das heißt, erster Punkt, mache dir erstmal Gedanken, wie viele Räume du hast und gucke, ob du eventuell schon mal die 5-Minuten-Routine für dich einführen kannst. Der zweite Punkt ist dann, den ich mir überlegt habe, wann habe ich überhaupt Zeit für diese Räumlichkeiten und wie viel Zeit muss ich dafür aufbringen? Das heißt, jeder hat einen Arbeitsalltag, jeder hat einen Familienalltag und jeder hat irgendwas drumherum. Gucke also in deinem Kalender, wann hast du definitiv immer Zeit. Bei mir ist es zum Beispiel nachmittags, wenn die Kinder nach Hause kommen, ich meine Arbeit erledigt habe, dann habe ich Zeit für diese Arbeiten. Da mir das aber persönlich zu viel war, alle Räume an einem Tag zu putzen oder mir jeden Tag zu überlegen, welchen Raum ich denn nun jetzt gerade aktuell putzen möchte, habe ich meine Räume in Tage eingeteilt. Also kommen wir nun zu Schritt Nummer 3. Wenn es dir ähnlich geht wie mir, dass du mehrere Räume hast, gucke, ob du das nicht in Wochen aufteilen kannst. Bei mir ist es so, die erste Woche wird die untere Etage geputzt und in der zweiten Woche dann die obere Etage. Der nächste Tipp ist, gehe in die jeweiligen Zimmer und schaue dir an, was dort zu tun ist. Nehmen wir mal an das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, ich habe hier Deko hängen, wir haben Decken, das heißt Spinnweben müssen entfernt werden, wir haben Fenster, die müssen vielleicht auch geputzt werden, wir haben Deko, wir haben ein Sofa, wir haben Schränke und so weiter. Überlege dir, wenn du in diesem Raum stehst, was willst du den Tag machen? Bei mir ist es angefangen von oben nach unten. Das heißt, ich gehe als allererstes bei und entferne die Spinnweben. Dann putze ich die hängende Deko, dann gehe ich weiter und wische die Oberflächen vernünftig ab. Grob habe ich sie ja schon in der 5-Minuten-Routine abgewischt, räume also quasi alles runter, reinige die Oberflächen gründlich. Dann geht es weiter, muss ich meine Fenster putzen. Das ist eine Kann-Frage, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke immer, wenn ich schon in diesem Raum bin und es ist ja nur ein Tagesraum, dann kann ich den Tag auch die Fenster mitputzen. Ergo, alle 14 Tage werden meine Fenster im Wohnzimmer geputzt, weil dieser Raum alle 14 Tage dran ist. Die Motivation beim Fensterputzen ist aber auch dann eine ganz andere, weil du eben halt weißt,
ich muss jetzt hier nicht 16 Fenster putzen, sondern ich habe halt nur 3 oder 1, je nachdem, wie groß dein Raum ist. Deswegen schreibe ich auf meinem Putzplan Fenster bei Bedarf. Dann geht es weiter. Die Fußleisten werden abgeseift, die Tür wird abgeseift, der Türrahmen wird abgeseift und es wird gesaugt und gewischt. Wenn ich dann noch Zeit habe, ich habe immer so eingeplant eine Stunde für jeden Raum, dann kann ich natürlich auch noch meine Schublade ausmisten. Das heißt, Tipp Nummer 3 ist, gucke dir ganz einfach an, welche Aufgaben müssen in dem Raum erledigt werden. Schreibe die Aufgaben einfach mal auf. Tipp Nummer 4 ist, teile dann die Räume in Tagesräume ein. Sprich, wenn du so arbeitest wie ich, dass du sagst, eine Woche ist unten, die andere Woche ist oben, dann kannst du montags zum Beispiel mit dem Wohnzimmer beginnen, dienstags dann vielleicht die Küche, mittwochs dann vielleicht das Bad, donnerstags das Büro, was auch immer du gerade hast. Ich habe dazu noch priorisiert, denn wir sind ein 5-Personen-Haushalt und hier ist am Wochenende immer Action. Deswegen habe ich damit angefangen, die Räume, die montags am schlimmsten sind, das ist nämlich Bad und Wohnzimmer, eventuell auch noch Küche, als erstes zu machen. Das heißt, ich fange montags mit dem Bad an, dienstags mit dem Wohnzimmer, Mittwoch dann die Küche, wie auch immer. Das heißt, versuche zu priorisieren, welcher Teil des Hauses sieht nach dem Wochenende am schlimmsten aus und sollte montags definitiv erledigt werden. Der 5. Schritt ist, trage diese Sachen in den Kalender ein. Das heißt, wenn du festgelegt hast, welchen Raum du wann putzt, trägst du diesen Raum als wiederkehrenden Termin in deinen Kalender. Nehmen wir jetzt mal das Wohnzimmer, montags Wohnzimmer. Dann trägst du dir einen Termin ein, meinetwegen von 15 bis 16 Uhr, je nachdem, wann es bei dir gerade passt, und trägst in Notizen die ganzen Aufgaben ein, die dazu erledigt werden. Das ist quasi eine kleine Art Checkliste. Wenn du ganz clever bist, dann kannst du diese Dinge natürlich auch delegieren bzw. unter den Familienmitgliedern aufteilen. Das heißt, dein Sohn oder deine Tochter kann schon mal den Müll rausbringen aus dem Raum. Der nächste kann vielleicht schon mal mit dem Spinnenweben, Pünnübel, wie auch immer, schon mal die Spinnenweben entfernen. Also das heißt, man kann diese Aufgaben auch so klein runterbrechen, dass selbst die Familienmitglieder, und ich meine auch wirklich die Kleinsten, schon mithelfen können und dieser ganze Tagesraum nicht mehr ganz so groß erscheint und so fies erscheint, dass man so viel machen muss. Das heißt, wenn du diese Aufgaben einteilst, kannst du natürlich Familienmitglieder mit einbeziehen. Der Vorteil ist, wenn du dir diesen Termin in den Kalender einträgst, du wirst jedes Mal daran erinnert. Du musst keinen Putzplan irgendwo an einem Kühlschrank hängen haben. Du musst keine Einteilung machen, sondern das ist immer wieder ein wiederkehrender Termin in einem regelmäßigen Abstand. Der weitere Vorteil ist, wenn du das im Kalender hast, du wirst so ganz nett erinnert. So ein Putzplan am Kühlschrank, der wird auch gerne mal übersehen, beziehungsweise man läuft dran vorbei und denkt sich, heute habe ich aber keine Lust. Ja, so ist es mir auch ergangen und deswegen habe ich die Sachen immer in mein Smartphone eingetragen. Wer meine Videos schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich abends gerne meinen nächsten Tag plane. Und da fallen natürlich auch diese Dinge wie der Haushalt dann mit rein. Das heißt, ich mache dann auch eine Liste, bespreche das mit meinen Familienmitgliedern, mit meinen Kindern, mit meinem Mann und sie unterstützen mich dabei, diesen Raum dann auch möglichst schnell wieder sauber zu kriegen. Weil ich ihm halt auch sage, es muss nicht immer nur die Frau machen. Ganz ehrlich, wir leben ja nicht alleine in diesem Haushalt, sondern wir sind ein Team, eine Familie. Wir haben alle in diesen Räumlichkeiten zu tun. Wir hinterlassen alle unseren Dreck. Ich finde, dann können auch alle irgendwie mithelfen. Ja, das ist quasi meine Art, wie ich einen Putzplan erstelle und warum ich ihn erstellt habe. Denn so eine nette Erinnerung, die ist wirklich, wirklich cool, wenn man mal wieder keinen Bock hat. Man kriegt eine Erinnerung auf seinem Smartphone und sieht Wohnzimmer. Man überlegt sich, okay, es ist nur eine Stunde. Maximal eine Stunde. Na, das wirst du wohl schaffen. Und dann das Ergebnis zu sehen, wie gesagt, wenn man es regelmäßig macht, alle 14 Tage im Wechsel oder eben halt jede Woche, je nachdem, wie viele Räume du hast, kannst du ja auch sagen, okay,
montags nehme ich Wohnzimmer und Bad, dienstags nehme ich Schlafzimmer und Gästezimmer, also je nachdem, wie groß die Räume sind und wie viel Zeit du letztendlich hast. Aber baller dich da nicht zu voll, weil auch du brauchst mal Relax-Time, Me-Time, wie ich sie so schön nenne. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video ein kleines bisschen geholfen bei der Erstellung deines persönlichen Putzplanes. Wenn du noch weitere Tipps hast zum Thema Putzplan oder Putzroutine, dann schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann, meine Lieben, eure Sanni. Ciao!